ein ganz kurzes Video vor. Und zwar geht es darum, um die Benutzung und das Messen mit der Universal-Software. Ich biete hier eine Software an, speziell für die T8. Da sind alle Maße fix drin, alles gut. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel eine T4, eine T7 oder eine Record Power oder eine Sheppach oder wie auch immer hat, der lädt sich bitte die Universalsoftware runter. Das funktioniert folgendermaßen. Ich blende dann auch Bilder dazu ein. Ich brauche einmal die Maße hier zum Beispiel für die Seite, wo die vertikale Frontbase steckt. Mitte Welle zu Mitte Toolbar. Das ist die horizontale. Und zwar vom Rad 2, die horizontale. Das gleiche brauche ich hier. Mitte Welle zu Mitte Toolbar. Diese Distanz brauche ich. Das ist auch eine horizontale. Ihr habt immer zwei Räder und da müsst ihr zweimal eine horizontale eintragen. Als nächstes Maß brauche ich die Vertikale. Die erste Vertikale ist Mitte Welle zu dem oberen Gehäuse. Da, wo ihr aufsetzt mit eurem Messschieber und messt. Also das Maß von hier bis da. Ihr könnt einfach von hier unten messen bis hier Mitte Welle. Und dann könnt ihr nach hier oben messen auch. Da könnt ihr zum Beispiel, was weiß ich, so ein Teil drauflegen, das gerade ist. Und jetzt messt ihr einfach hier hin. Dann habt ihr hier die Oberkante von dem Gerät. Und von vorne einfach messen mit einem, was habe ich denn da, wo habe ich es denn liegen, warte mal, hier. Einfach hergehen, zack, so ein Gerät dran. Messt aber bitte auf Millimeter genau. So, und jetzt kann ich hier auch noch die Oberkante im Prinzip messen. Da mache ich mal ganz kurz meine vertikale Frontbase raus, zack. So, leg das hier raus. Dann kann ich hier messen. So, und die Differenz hier zwischen, die brauche ich. Diesen Abstand. Also jetzt nicht so, sondern bleib mal stehen. Ja. Den Abstand zwischen hier Meter Welle und hier Oberkante Gehäuse. Das Ganze hier. Hier auch wieder Mitte Welle zu Oberkante vertikale Frontbase. Das Maß, diese Differenz, diese Höhendifferenz brauche ich hier. Und genau gleich funktioniert das auch am Benchgrinder. Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, jetzt sind wir hier drüben an meinem Benchgrinder. Da habe ich genau das Gleiche. Ich habe hier die Höhe Mitte Welle, wenn wir jetzt von der Vertikalen reden, Mitte Welle zu hier die Auflage, da wo ihr messt von dem XB100. Ich habe mir hier einfach, ich drehe mal ein bisschen um, ich habe mir hier einfach so zwei Harthölzer genommen, habe zwei Winkel dran gemacht, habe hier vorne die XB100 dran geschraubt, das war's. Und jetzt brauche ich praktisch diese Höhe hier, hier vorne, wo ich messe, und diese Höhe, und die ziehe ich voneinander ab, und dann habe ich ja den Unterschied, den Höhenunterschied zwischen hier und Mitte Welle. Den brauche ich. Und als nächstes brauche ich noch hier Mitte Welle zu Mitte Toolbar. Das heißt, diese Distanz, das ist die horizontale. Mitte Welle, Mitte Toolbar. Das war alles.
Das gleiche könnt ihr natürlich dann simultan für das zweite Rad auf der anderen Seite machen. Und das war's.